Ich wette doch. Nie im Leben. Mein lieber Fogg, Ihr Humor war schon immer ein seltsamer, aber dies übertrifft selbst vorherige Versuche. Sie vergessen, dass in Nordamerika bereits von Küste zu Küste Schienen liegen. Nein, das haben wir nicht vergessen. Und trotzdem ist es unmöglich. Vielleicht irgendwann, da will ich Ihnen gern beipflichten, aber nicht mehr in unserem Leben. Nun denn, meine Herren, Sie haben völlig recht. Wenn ich also hier stehe und behaupte, es ist möglich, erwidern Sie zu Recht, was zu beweisen wäre. Ich habe auf der Baring Bank ein Vermögen von 20.000 Pfund liegen. Oh, hört, hört. 20.000. Wobei wir bei der Frage wären, die Sie uns immer noch schuldig sind. Wie sind Sie zu diesem Vermögen doch gleich gekommen? Das tut nichts zur Sache, das wissen Sie doch. Was ich sagen wollte, ich setze diese 20.000 Pfund und wette, dass ich die Erde in 80 Tagen umrunden kann. Das bedeutet in 1920 Stunden oder 115.200 Minuten. Mr. Fogg, ich bin eigentlich niemand, der wettet bei so einer offensichtlichen Sache. Jedoch wäre ich ein Dummkopf, ich würde es nicht tun. Ich setze 5.000 Pfund dagegen. So auch ich. Ich ebenfalls. Mr. Fogg, es ist nicht möglich. Es gibt sicherlich unstrapaziösere Möglichkeiten, dieses Geld unter die Leute zu bringen. Machen Sie keinen falschen Fehler. Sie schaffen das nicht. Niemand schafft das. Wie gesagt, was zu beweisen wäre. Ich halte das Angebot aufrecht. Also, Mr. Sullivan, halten Sie dagegen? Ich halte dagegen. Jawohl. Dann ist es abgemacht. Ihre 20.000 gegen unsere 20.000. Abgemacht. Wann gedenken Sie, diese Reise anzutreten? Heute Abend um 8.45 Uhr besteige ich den Zug nach Dover. Oh. Heute Abend. So eine Reise verlangt doch ganz sicher eine etwas längere Vorbereitungsphase. Oh, was soll ich da groß packen? Ich bin ja nicht lang weg. Lediglich 80 Tage. In Ordnung, mein lieber Fogg. Heute ist der 2. Oktober im Jahr des Herrn 1872. Plus 80 Tage. Dann müssen Sie zurückkehren am Samstag, den 21. Dezember um 8.45 Uhr abends. Treffpunkt hier in London, in unserem Reformclub. Die Wette gilt. Passepartout! Ich bin Ihr, Sir. Darf ich Ihnen den Gehrock abnehmen? Nein, danke. Das hat keinen Wert. Ich müsste ihn hier lediglich gleich wieder anziehen. Wo ist die große rote Tasche? Oh, gleich hier in der Garderobe. Nehmen Sie sie und folgen Sie mir. Aber natürlich. So? Öffnen Sie sie und kommen Sie mit ihr hierher rüber. Ja, Sir. So. Das hier muss nun alles da rein. So viel Geld? Wir werden es brauchen. Ach ja? Ja. Und jetzt packt die kleine Tasche mit Notwendigkeiten. Und was man halt so für eine Reise braucht. Alles, was nicht reinpasst, kaufen wir unterwegs. Ach ja? Ja. Wohin wird es denn gehen? In deine alte Heimat. Nach Frankreich. Oh, schön. Und von dort einmal um die ganze Welt. Welcher Eimer muss um die ganze Welt? Nicht Eimer. Einmal. Einmal um die ganze Welt. Einmal um die ganze Welt? Einmal um die ganze Welt. Oh, da gibt es bestimmt viel zu sehen. Da wünsche ich Ihnen aber alles Gute und viel Vergnügen, Sir. Das Vergnügen ist ganz auf deiner Seite. Du wirst mich begleiten. Was? Und nun beeil dich ein bisschen. Unser Zug geht schon in einer Stunde. Was? Mr. Ralph, Sir.
Mein lieber Charles, was gibt es? Soeben sind diese zwei Telegramme für Sie abgegeben worden. Vielen Dank. Fogg, hat der verrückte Hund doch tatsächlich die Reise angetreten? Woher wissen Sie das? Was steht da? Es ist von Fogg selbst. Er gedenkt uns über den Verlauf seiner Reise, so es denn möglich sei, auf dem Laufenden zu halten. Abgefahren aus London, Mittwoch, den 2. Oktober, 8.45 Uhr, abends. Dann ist er also unterwegs. Hatten Sie mit etwas anderem gerechnet? Nein, nicht wirklich. Dass ihm allerdings tatsächlich bloß die letzten 4 Stunden zur Reisevorbereitung reichten, verwundert mich doch ein bisschen. Was er sich in den Kopf gesetzt hat, führt er aus. Möge er eine erlebnisreiche Reise haben. Und möge er gesund und munter zurückkehren. Damit er uns die Wettschuld auszahlen kann. Cheers. 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 Ja. Und? Was steht dort? Ist er schon in China? In China? Nein. Dies ist beruflicher Natur. Wer schreibt dem Polizeipräsidenten von London zu so später Stunde noch Telegramme? Dann muss es wichtig sein. Bestimmt hat jemand seine Droschke falsch geparkt. Oder die Bank von England wurde ausgeraubt. Genau. Wie bitte? Sonderausgabe. Bank von England um 45.000 Pfund erleichtert. Außerdem, Phileas Fogg will in 80 Tagen um die Welt reisen. Sonderausgabe. Erzählen Sie weiter, Constable. Nun ja, der Täter wurde als groß, durchaus elegant und gut gekleidet beschrieben. Er benahm sich auffallend höflich. Sozusagen ein wahrer Gentleman. Ach, was Sie nicht sagen. Ja. Und mehr nicht? Nein, mehr nicht. Keine weiteren Zeugen? Keine weiteren Zeugen. Keine weiteren Anhaltspunkte? Keine weiteren Anhaltspunkte. Keine weiteren Spuren? Keine weiteren Spuren. Na, verdammt! Tut mir leid, Sir. Ich hoffe für Sie, dass alle Polizeidienststellen, einschließlich Scotland Yard, informiert sind. Ich telegrafierte bis in jede Ecke des Empires. Gut. Damit jeder Bescheid weiß, falls er die Insel verlassen will und... Sir, alles in Ordnung, Sir? Was sagten Sie nochmal? Ein Gentleman raubte die Bank von England aus? Gut gekleidet? Ja, Sir. Wieso? Ankunft zu Paris, Donnerstag, den 3. Oktober, 7.20 Uhr. Ankunft durch den Mont Cenis zu Turin, Freitag, den 4. Oktober, 6.00 Uhr. Abfahrt aus Turin, Freitag, 7.20 Uhr. Ankunft zu Brindisi, Samstag, den 5. Oktober, 4.00 Uhr. Eingeschifft auf dem Mongolia, Samstag, 5.00 Uhr nachmittags. Angekommen zu Suez, Mittwoch, den 9. Oktober, 11.00 Uhr vormittags. Summa der Stunden 158,5 macht 6,5 Tage. Ha. Ich finde, unser Freund liegt überraschend gut in der Zeit. Mein lieber Sullivan, erstens ist er nicht unser Freund. So nicht, nicht mehr. Und zweitens hat das jetzt ein Ende. Sie glauben tatsächlich, er war es, der die Bank von England ausraubte? Ein Gentleman, gut gekleidet, höfliche Umgangsformen. Und dann die überstürzte Abreise? Naja. Und was wissen wir über ihn? Nichts. Wie hat er sein Vermögen gemacht? Wir haben keine Ahnung.
Weshalb lässt er sich so leichtsinnig auf eine so hoch dotierte Wette ein, die er unmöglich gewinnen kann? Und begibt sich dann Hals über Kopf noch am selben Tag auf diese Reise? Sie glauben, er nutzt diese, um irgendwo auf der Welt samt Geld zu verschwinden? Genau das glaube ich, Sullivan. Aber wie gesagt, das hat jetzt ein Ende. Ich habe einen Haftbefehl erlassen. Sie wollen ihn festnehmen lassen? So ist es. Der Haftbefehl ist postalisch auf dem Weg zu dem nächsten Ziel seiner Reise. Und vor Ort habe ich bereits einen äußerst fähigen Detective telegrafisch über die Situation in Kenntnis gesetzt. Er wird Fogg dingfest machen. Hui. Ja, aber ich bitte Sie, das unterliegt selbstverständlich der absoluten Geheimhaltung. Ich möchte nicht, dass Fogg zuvor gewarnt wird, weder durch Freunde noch durch die Presse. Also sagen Sie auch nichts zu Stewart und Flanagan. Das versteht sich von selbst, Mr. Ralph. Sehr gut. Das nächste Ziel seiner Reise, welches war es doch gleich? Suez. Von dort aus will er das Schiff nach Bombay. Was soll das heißen? Das heißt, was ich Ihnen soeben gesagt habe. Er ist noch nicht da. Was soll das heißen? Dass er aller Wahrscheinlichkeit noch immer auf dem Postschiff ist, welches hier heute Abend eintrifft. Aber heute Abend ist Fogg längst auf dem Schiff gen Bombay unterwegs. Ich brauche den Haftbefehl jetzt. Das tut mir leid, Detective Fix. Ich kann schlecht dem Postschiff entgegenschwimmen. Selbst das würde die Angelegenheit nicht beschleunigen. Im Übrigen war er vorhin hier. Wer? Fogg. Und? Er hat sich an alle Regeln gehalten, hat seine Identität nachgewiesen, ebenso die seines Dieners, und sich dann Fahrkarten für die Reise nach Bombay besorgt. Er war äußerst freundlich. Nichts an diesem Mann ist zu beanstanden. Genau aus diesem Grund ist er der Täter. Tatsächlich? Ja, der war auch freundlich. Tatsächlich? Ja. Ah, hören Sie. In 5 Minuten läuft es aus. Was soll das heißen? Das Schiff nach Bombay. Läuft jetzt aus? Mit Fogg an Bord? Da gehe ich sehr stark von aus. Geben Sie mir ein Ticket. Aber... Geben Sie mir ein Ticket im Namen der Krone von England. Und wenn dieser Haftbefehl hier auftaucht, senden Sie ihn mir unverzüglich nach. Auf dem schnellsten aller Wege, nach Bombay. Haben Sie mich verstanden? Laut und deutlich. Ticket! Guten Abend. Guten Abend, Sir. Na, Sie genießen auch die frische Seeluft, nicht wahr? Ja, Sir. Ich bin schon ganz berauscht vom Meeresrauschen und muss erst mal eine rauschen. Rauschen Sie auch? Was? Was? Sie. Pfeife, Sir. Wie nennen Sie mich? Ob Sie eine Pfeife rauschen möchten? Mit mir? Nein, vielen Dank. Was sind Sie für ein Landsmann? Franzose, Sir. Ah, das erklärt einiges. Nun denn, was verschlägt Sie denn nach Bombay? Ah, ich bin mit meinem Herrn auf einer Reise um die Welt. Ach, Ihr Herr ist nicht zufällig der berühmt-berüchtigte Mr. Fogg. Genau der. Ah, das ist ja interessant. Da hab ja selbst ich schon von gelesen. Und ich lese wenig. Das tut mir leid, Sir. Sagen Sie, wo ist denn Ihr allerwertester Herr? Er weilt in seiner Kabine. Er ist nicht so für Umgang. So, so. Und diese Reise, glauben Sie, er wird sie zu Ende bringen? Das will ich stark hoffen, Sir. Meinen Sie nicht, Sie dienen vielleicht bloß dem Absetzen aus England? Absetzen? Ja, vielleicht hat Ihr Herr ja gar nicht die Absicht, wieder nach England zurückzukehren. Und wenn es so ist, mir können Sie es doch sagen. Hm? Aber dann würde er doch die Wette verlieren. Ja, aber er hätte sich und all sein Geld in Sicherheit gebracht. Vielleicht hat er Ihnen von einer Steuerschuld erzählt oder
oder Ähnlichem. Oh, was unterstellen Sie ihr? Das ist nicht freundlich. Guten Abend, Sir. Da rauscht er ab. Abendausgabe, Abendausgabe. Gentleman-Räuber der Bank von England noch immer nicht gefasst. Außerdem, Phileas Fogg erreicht Bombay. Abendausgabe. Sind Sie nun der Polizeidirektor von Bombay oder sind Sie es nicht? Sie sind doch ein Detective von Scotland Yard. Dann ist Ihnen doch bewusst, dass dieser Haftbefehl aus London kommen muss. Ich kann Ihnen keinen ausstellen. Ja, aber wo bleibt er denn? Ja, aber das weiß ich nicht. Ja, aber ich brauche ihn doch. Ja, aber das weiß ich doch. Ja, aber wo bleibt er denn? Ja, aber er kommt bestimmt. Ja, aber dann ist Fogg weg. Ja, aber wohin denn bloß? Er nimmt den Zug nach Kalkutta. Ach, sieh an. Ja. Ich könnte Ihnen den Haftbefehl nachsenden. Das wäre fein. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, Ticket. Sie sind ein wahrer Teufelskerl, Fogg. Ein Mann nach meinem Geschmack. Setzt sich was in den Kopf und zieht es durch. Obwohl natürlich wenig Aussicht darauf besteht, dass Sie diese Wette auch tatsächlich gewinnen. So leid es mir tut. Da muss ich Sie korrigieren, werter General. Wir liegen ganz hervorragend in der Zeit. Bisher läuft alles nach Plan. Tatsächlich? Ja. Oh. Und Sie? Was verschlägt Sie in diesem Teil der Welt? Oh, ich muss zu meinem Regiment. Bin der neue Befehlshaber. Einer muss die Krone ja hier noch hochhalten, nicht wahr? Ganz vortreffliche Wahl. Ihr Lapin, Sir. Oh, vielen Dank. Guten Appetit, Sir. Danke sehr. Mögen Sie gar nicht speisen, General? Ach, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Bringen Sie mir mal noch eine Flasche von dem hier. Sehr wohl, Sir. Irgendetwas nicht in Ordnung, Sir? Ja. Was ist er denn da? Lapin. Was ist das? Die mit die langen Löffel. Wieso ist das dann nicht mit dem Löffel? Kellner! Sir? Was ist das? Lapin, Sir. Lapin? Lapin. Lapin? Ja, Sir. Hat das mal miaut? Was? Ich glaube nicht, Sir. Bitte entfernen Sie dieses Häschen und bringen Sie mir ein Gläschen. Ich nehme einen Schluck vom Gluck. Sehr wohl, Sir. Sie sind ein wahrer Teufelskerl, Fogg. Ein Mann nach meinem Geschmack. Nach Ihrem Geschmack? Mögen Sie dann das Lapin kosten? Denn laut dem Evening Standard liegt Fogg gut in der Zeit und durchquert just in diesem Moment Indien mit dem Zug. Wenn das so weitergeht, hat der Mann bald nicht bloß meinen Respekt, sondern auch mein Geld. Ich frage mich, woher diese Zeitungsfritzen das immer so genau wissen wollen. Reist da etwa ein Reporter mit? Und wenn, wie bekommt der seine Artikel aus dem Dschungel ins Blatt? Mit Rauchzeichen? Nein, nein, meine Herren. Da sehe ich noch keines meiner Fälle schwimmen. Da bleibe ich höchst gelassen. Da kann noch viel passieren. Und wird es auch. Ihr Wort in Gottes Ohr. So langsam sollte Ihr Detektiv vielleicht eingreifen. Das wird er schon, das wird er schon. Thank you.
Wieso halten wir jetzt? Heute war eigentlich kein Stopp vorgesehen. Ich weiß es nicht, Sir. Vielleicht muss der Lokführer kurz austreten. Das glaube ich kaum. Ach, da draußen steht er ja. Ich werde Erkundigungen einholen. Ich begleite Sie, Sir. Warten Sie! Entschuldigen Sie, weshalb halten wir hier? Na, weil die Schienen hier zu Ende sind. Wie bitte? Ja, bis Allahabad fehlen noch 50 Meilen Schienen. Die sind noch nicht verlegt. Deshalb fahren wir immer nur bis hier. Oh, Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Nehmen Sie Haltung an, Mann! Sie verkaufen Fahrkarten von Bombay nach Kalkutta und irgendwo in der Mitte fehlen noch die Schienen? Tja, im Fahrkartenhäuschen hängt ein Aushang gleich am Ausgang. Da wird auf den Ausgang der Reise hingewiesen. Oh, ich werde bei meinem Regiment erwartet und erwarte von Ihnen, dass Sie etwas tun, dass die nicht warten müssen! Warten Sie. Was denn? Die Einheimischen hier haben aus unserer misslichen Lage ein kleines Geschäft gemacht. Sehen Sie, dort stehen ein Ochsenkarren und ein Elefant bereit. Die einzigen beiden Möglichkeiten, diese 50 Meilen durch den Dschungel hinter sich zu bringen. Sie wollen uns wohl! Wir nehmen den Elefanten. Was? Wie? Er scheint mir einen sehr soliden Eindruck zu machen. Na ja. General, ich lade Sie ein, uns zu begleiten. Auf dem Ding da durch den Dings hier? Passepartout, hol die Taschen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Sir. Kommen Sie, General. Sehen wir uns das Tier mal aus der Nähe an. Ja. Gehen Sie ruhig vor. Touristen. Ach, Entschuldigung, ich war wohl eingeschlafen. Wieso halten wir wohl hier? Weiter gehen die Schienen leider nicht. Wie? Ich bin im Dienste Ihrer Majestät unterwegs. Wie komme ich jetzt Ihrer Meinung nach weiter? Sind Sie schon einmal Ochsenkarren gefahren? Was? Ich fass es immer noch nicht. 1000 Pfund für dieses Ungetüm. Immerhin inklusive des Elefantenführers. Und schon nach 10 Meilen tut einem alles, aber auch wirklich alles weh. Bei mir ist es lediglich der Po. Hä? Hey? Was ist das? Bitte, seien Sie leise, Sir. Wir sollten eine kurze Rast machen, dort hinter den Büschen. Irgendetwas stimmt doch nicht, werter Führer. Sie sind plötzlich so ängstlich. Nur raus damit. Bitte, Sir, sprechen Sie leise. Das ist eine Prozession der Brahmanen. Verdammt! Sie wissen etwas darüber? Da kommen Sie! Psst. Allerdings, da ist jemand gestorben, ein Prinz. Sie bringen seine Leiche in einer Prozession zu dem Platz, an dem sie verbrannt wird. Nun, das ist ja nicht besonders ungewöhnlich. Bis auf die Tatsache, dass sie ein Sati mit sich führen. Was ist das? Ein Menschenopfer. Die Frau des Verstorbenen. Sehen Sie, dort. Sie wird zusammen mit der Leiche ihres Mannes verbrannt. Für die Göttin Kali. Du liebe Güte. Haben denn die britischen Regimenter diese Barbareien noch nicht ausgerottet? Tja, wir haben leider auf diese wilden Gegenden und besonders das Gebiet des Bundelkund keinen Einfluss. Der ganze nördliche Abhang der Vindhya ist Schauplatz unaufhörlichen Mordens und Plünderns. Und eben auch solch seltsamer Tradition. Die Frau wehrt sich gar nicht. Gehen Sie freiwillig mit Ihrem Mann in den Tod? Nein, man hat sie berauscht mit Hanfrauch und Opium. Oh. Wohin wird sie gebracht? In die Pagode zu Pillaji.
2 Meilen von hier. Dort wird sie die Nacht zubringen bis zur Zeit der Opferung. Morgen bei Tagesanbruch. Wir werden diese Frau retten. Diese Frau retten? Mr. Fogg? Ich liege noch immer 12 Stunden vor der von mir ausgerechneten Zeit. Ich werde sie dafür nutzen. Aber Mr. Fogg... Sir, bitte. Führer, bringen Sie uns zu dieser Pagode. Der Scheiteraufen ist schon parat. Sie legen den toten Ehemann und die berauschte Dame drauf. Den Rest der Nacht werden sie nun tanzen, singen und feiern. Und dann, mit dem ersten Sonnenstrahl, wird der Haufen entzündet. Sie haben noch so manche Schlacht geschlagen. Was schlagen Sie also vor, General? Nun ja, man könnte dort drüben einen Ablenkungsversuch initiieren und dann, also währenddessen, also wenn alle weggucken, die Dame befreien und dann den Rückzug sichern und dann mit ihr zu unserem Gefährt und dann flott fliehen. Ja, so ginge es. Ich könnte das machen. Ganz hervorragend, General. Fangen Sie an. Ich bräuchte dafür bloß 65 Mann. Hä? 65 Mann? Ja. Von Vorteil ist auch immer, wenn man mehr Männer hat als der Feind. Und dann hätten wir mehr Männer als der Feind. Und ich habe das eben grob überschlagen. 65 Mann müssten reichen. Ich habe auf der Gegenseite so 60 ausgerechnet und noch extra 5 mehr draufgeschlagen, sodass der Vorteil auch garantiert auf unserer Seite ist. Denn wenn der Vorteil auf unserer Seite ist, ist das für uns ohne Zweifel von Vorteil. Und woher bekommen wir die 65 Mann? Das ist der Nachteil. Sir? Aber man kann nicht alles haben. Sir. Aber hätten wir 65 Mann. Sir. Was denn? Ihr Diener ist davongeschlichen. Wie bitte? Was? Wo ist er hin? Vielleicht Hilfe holen. Ich will hoffen, er weiß, dass es 65 Mann sein sollten. Wegen des Vorteils, der dann vorteilhafterweise auf unserer Seite läge. Die Prozessionsgemeinschaft feiert dort drüben am Feuer. Ihr Diener hat die Gelegenheit genutzt und ist zu dem Scheiterhaufen gekrabbelt. Da! Ha! Tatsächlich! Was tut er denn da? Er zieht den Verstorbenen hinunter. Na also, mit einem Toten kommen wir aber nicht weit. Und außerdem fehlen dann immer noch 64. Jetzt zieht er ihm die Kleidung aus und zieht sie sich selbst an. Der arme Passepartout. Hätte er doch was gesagt, ich hätte ihm neue gekauft. Und nun schiebt er die Leiche unter den Haufen. Das ist doch eine Unverfrorenheit. Wir machen hier wichtige Befreiungspläne und Ihr Diener klaut dem Kaiser alte Kleider. Tut mir leid, General. Ich muss mich für ihn entschuldigen. Jetzt legt er sich selbst auf den Scheiterhaufen. Was? Hä? Naja, vielleicht ist er müde. Lebensmüde würde es eher treffen. Die Prozessierenden kommen zurück. Oh. Ja. Sie tanzen um den Haufen herum. Viele Bomben. Ja. Sehen Sie nur. Passepartout bewegt sich. Er hebt die Arme. Und steht auf. Die Brahmanen fliehen. Sie denken, der Tote habe sich erhoben. Und haben Angst. Mein Plan war auch nicht schlecht. Ja, Ihrer war auch nicht schlecht, General. Aber jetzt nehmen wir die arme Frau auf die Arme und dann nichts wie weg hier. Ja! Wie weit ist es denn noch? Nur noch durch dieses Tal. Da drüben liegt Allahabad. Dort beginnen die Schienen wieder. Na endlich. Sie kommt zu sich, Sir. Oh ja? Prinzessin? Wo bin ich? Auf einem Elefanten. Kurz vor Allahabad. Wir haben uns erlaubt, Sie vor der rituellen Verbrennung zu bewahren. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Wer sind Sie?
Mein Name ist Phileas Fogg. Ich umrunde die Erde, gemeinsam mit meinem Diener Passepartout. Angenehm. Hallo. Das ist der General. Er begleitet uns noch dieses Stück, muss dann aber zu seinem Regiment. Wir allerdings müssen weiter nach Kalkutta. Oh, Kalkutta ist ganz wunderbar. Dort lebt ein Onkel von mir. Vielleicht könnten Sie mich bis dorthin mitnehmen. Es wäre uns eine Ehre, Prinzessin. Darf ich fragen, weshalb Sie so hervorragend unsere Sprache sprechen? Oh, ich wurde in Großbritannien erzogen, bevor ich dann zurück nach Indien kam und hier verheiratet wurde. Äußerst interessant. Bitte, erzählen Sie weiter. Gentlemen, unser gemeinsamer Freund Mr. Fogg ist wohl in Kalkutta angekommen. Gemeinsam mit einer Frau. Einer Frau? Was? Tja, die hat er wohl im Dschungel gefunden und vor dem Tode durch eigenwillige Eingeborene gerettet. Oh, nein. Allerdings liegt er jetzt nicht mehr ganz so gut in der Zeit. Na, wenigstens eine gute Nachricht. Tja, ja. Darf ich mal lesen? Aber bitte doch, bitte. Was ist denn nun mit Ihrem Detective? Der hat mir telegrafiert, ist ebenfalls in Kalkutta angekommen. Nicht mehr lange und der Spuk hat ein Ende. Ich bin gefühlte 1000 Meilen auf einem vermaledeiten Ochsenkarren durch die Wildnis dieses gottverdammten Landes geritten. Mein Po glüht wie Leuchtturm in der Nacht. Bitte, bitte machen Sie mich glücklich. Wie könnte ich das denn tun? Sie sind der Polizeichef von Kalkutta, richtig? Richtig. Ich bin Detective Fix von Scotland Yard, richtig? Richtig. Sagen Sie mir, dass Sie für mich einen Haftbefehl haben. Also nicht für mich, sondern für Phileas Fogg. Also doch für mich, aber nicht für mich. Na los, sagen Sie es. Ich... Ja? Habe... Ja? Einen Haftbefehl. Ja? Nicht erhalten. Tut mir leid. Sie wissen gar nicht, wie sehr es Ihnen leid tun wird. Aber Mr. Fogg, den habe ich heute schon gesehen. Ach ja? Ja, ein ganz reizender Gentleman. Er wies sich aus und dann organisierte ich für ihn ein Ticket für die Überfahrt nach Hongkong. Wann geht das Schiff? Morgen früh um 10. Wo sind Sie untergekommen? Ich habe ihm und seinem Gefolge ein feines Zimmer im schönen Hotel Ambassador besorgt. Sie haben ihm ein Ticket und ein Zimmer besorgt. Ja, Sir. Ich möchte das Gleiche haben, was er hat. Sie meinen gutes Aussehen und eine Prinzessin? Was soll das heißen? Er ist nicht mehr hier. Das soll heißen, er ist ausgezogen, abgereist. Wenn es stimmt, was die Leute sagen, züchtet er jetzt Tulpen in Holland. Oh. Meine liebe Prinzessin, jetzt, da Ihr Onkel nicht mehr hier weilt und ich Sie wohl kaum allein hier zurücklassen kann, lassen Sie mich Ihnen das Angebot offerieren, uns auf unserer Reise weiterhin zu begleiten. Zurück in England sehen wir dann weiter. Und von dort ist Holland auch nicht weit. Oh, das würden Sie für mich tun? Selbstverständlich. Oh, das wäre schön. Ja. Fein. Schön. Fein. Schön. Fein. Wie wäre es, wir würden nun unsere Zimmer beziehen? Schön. Fein. Thank you.
Monsieur Passepartout, Sie auch hier? Sie sind der unhöfliche Gentleman, welcher meinem Arbeitgeber so krude Dinge unterstellt hat. Ach, da hatte ich einen schlechten Tag und wir somit einen schlechten Start. Lassen Sie uns diese Unstimmigkeiten beilegen. Ich lade Sie auf ein Getränk ein. Na, wie wär's? Ich kenne nicht mal Ihren Namen. Ach, der ist ganz fix gesagt. Fix. Mein Name ist Fix. Tatsächlich? So wahr ich hier stehe. Na? Ich kenne da eine ganz nette Spelunke. Da darf man sogar drinnen rauchen. Hm? Gemacht. Holla, die Waldfee. 20.000 Pfund. Das nenne ich eine Wette. Sagen Sie nicht, Sie haben von dieser Wette noch nicht gehört? Oh doch, das habe ich. Mir war nur nicht klar, wie hoch die Summe ist, um die es da geht. Ah. Und, soll ich Ihnen etwas verraten? Aber nur, wenn Sie schweigen können. Ich kann schweigen wie ein Grab. Ich bin auch wegen einer Wette hier. Ja? Ja. Ich habe nämlich gewettet, dass Ihr lieber Mr. Fogg es nicht schafft. Wie bitte? Warten Sie, warten Sie. Kommt Mr. Fogg nicht pünktlich an, gewinne ich 2000 Pfund. Und 500 davon wären dann für Sie drin. Was? Ja, Sie müssten nur dafür sorgen, dass Fogg noch 2 Tage hier in Kalkutta bleibt. Dann wäre der Rest der Reise kaum zu schaffen und am Ende wären wir beide reiche Männer. Das ist doch mal ein Angebot, nicht wahr? Das ist unerhört. Unerhört, klug von mir, nicht wahr? Also, Sie täuschen irgendeinen Unfall vor, verrecken sich das Bein oder so. Denn ohne Sie, da bin ich mir ganz sicher, wird er nicht weiterfahren. Ich bin nicht käuflich. Denken Sie an die 500 Pfund. 500? 500. Ich sage... Na? Nein. Ach, das ist schade. Obwohl ich wirklich glaube, dass Fogg ohne Sie nicht weiterfahren würde. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich glaube, Sie sind ein ausgemachter Rabauke. Es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Welche denn? Ja! Oh. Er ist nicht mehr hier. Das soll heißen, er ist nicht mehr hier, Sir. Wir haben auf seinem Zimmer nachgesehen. In der Bar, im Restaurant. Er ist nicht mehr hier. Oh. So ein Nichtsnutz. Aber es nutzt nichts. Wir müssen im Zeitplan bleiben. Wenn er auftaucht, sagen Sie ihm, wir sind auf dem Weg nach Hongkong. Dann Yokohama und dann San Francisco. Er soll sich beeilen. Ja, Sir. Prinzessin, kommen Sie. Sonst verpassen wir noch unser Schiff. Aber ja... Touristen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Na? Was gibt es Neues, mein treuer Freund? Hm? Was wird so getratscht? Ach, der Diener des Mr. Fogg ist letzte Nacht nicht ins Hotel zurückgekehrt. Ja, das kann passieren. Und dabei wollten Sie doch heute weiterreisen. Ja, das ist natürlich schade. Na ja, dann sind Mr. Fogg und seine Begleitung halt allein weiter. Was? Ja, Sie mussten sich sputen, dass Sie das Schiff noch erwischen. Oh! Sir? Oh! Touristen. Und nach dem Zechgelage ist der Diener unseres Freundes Fogg wohl am nächsten Morgen auf der Carnatic aufgewacht. Und konnte sich an nichts erinnern. Das ist doch köstlich. Er wusste nicht, wie er auf das Schiff gekommen war. Und das Problem war, die Carnatic fuhr gar nicht nach Hongkong. Na ja, auf
jeden Fall gelang es ihm wohl, irgendein Schiff zu finden, welches ihn dann nach Yokohama mitnahm. Und dort, man stelle sich vor, schaffte er es tatsächlich, wieder zu seinem Arbeitgeber zu stoßen und mit ihm gemeinsam die Überfahrt nach San Francisco anzutreten. Wo sind Sie jetzt? Naja, das steht hier nicht, aber wenn nichts dazwischen gekommen ist, werden Sie wohl just in diesem Moment die Vereinigten Staaten von Amerika per Dampflok durchqueren. Es sei denn, der Diener hat wieder eine Kneipe gefunden. Was ist mit Ihrem Detective los, Ralph? Ich sehe mein Geld schwinden. Geduld, Geduld. Wenn er den Haftbefehl hätte, hätte er Fogg schon festgesetzt. Da bin ich ganz sicher. Und er wird ihn erreichen. Da bin ich auch ganz sicher. So. Entschuldigen Sie, meine Herren, meine Dame. Ist hier noch Platz für einen einsamen Reisenden? Aber selbstverständlich, Sir. Vielen Dank. Sie? Ach, Sie an, Monsieur Passepartout. Meine freundliche Bekanntschaft aus der Kneipe in Kalkutta. Ach, Sie waren an jenem unsäglichen Abend auch zugegen? Also ich... Allerdings war ich das. Vielleicht können Sie meinem leichtsinnigen Diener dann erklären, was tatsächlich dort passiert ist. Er erinnert sich nämlich nicht mehr. Also ich... Ja, das könnte ich... Aber ich weiß nicht, ob ich es um des guten Rufes willen hier wiedergeben mag. Also ich... Vor den Ohren dieser Dame. Also ich... Die Sache mit dem Tanzen, Tanzen? Auf dem Tisch, Tisch? Und dann die Sache mit der Kleidung, Kleidung? Ach, wissen Sie was? Schwamm drüber. Die Sünden der Jugend. Wer von uns war Ihnen damals nicht erlegen, Sie haben ja so recht. Vergessen wir es. Es wird ihm ja eine Lehre sein, nicht wahr? Also ich... Wird es ihm doch, nicht wahr? Wird es ihm... Wird es ihm. Wird es ihm. Mein Name ist übrigens Phileas Fogg. Sehr angenehm. Mein Begleiter kennen Sie ja bereits. Und dies ist Prinzessin Aouda. Freut mich sehr, Prinzessin. Von Ihnen habe ich natürlich bereits gelesen, Mr. Fogg. Sie sind ja zurzeit in aller Munde. Mein Name ist Fix. Nun, dann wissen Sie ja über mein Belang Bescheid. Was führt Sie in diesen Zug, Mr. Fix? Ich war auf der Jagd in Indien. Und nun fahre ich zurück nach Hause, ins schöne London. Oh, dann haben wir ja den gleichen Weg. Ist das nicht verrückt? Wenn Sie mögen, dürfen Sie sich selbstverständlich unserer kleinen Reisegruppe anschließen. Ist das so? Dieses Angebot nehme ich sehr gerne. Oha! Wir werden angegriffen. Bitte, meine Liebe, ducken Sie sich und machen Sie sich so klein wie möglich. Ja. Gentlemen, wir müssen uns verteidigen. Sind Sie im Besitz einer Waffe, Mr. Fix? Aber selbstverständlich. Passepartout? Ich bin bereit, Sir. Nun denn, auf in den Kampf, meine Herren. Schaffner, wie sieht's da drüben aus? Ich komme auch von hier. Aber es ist nicht mehr weit zur Station Pirni. Da werden uns die Soldaten des Forts zu Hilfe kommen. Sehr gut. Was war das? Zug wird langsamer. Sie müssen den Lokführer erwischt haben. Verdammt. Ich werde nachsehen. Passepartout, ich möchte nicht, dass Sie sich in... Weg ist er. Hoffen wir das Beste, Männer, und lassen wir die verdammten Rothäute nicht diesen Zug entern. So soll es sein. Dann beschleunigte der Zug tatsächlich wieder und schaffte es auch bis zur nächsten Station. Die Soldaten des Forts, die die Schüsse bereits von Ferne gehört hatten, eilten ihnen entgegen und die wilden Indianer nahmen Reißaus.
Alle Insassen des Zuges konnten gerettet werden und lediglich leichte Verwundungen waren zu verzeichnen. Willkommen im Wilden Westen. Bloß ein Mann war nicht aufzufinden. Ach. Und? Um wen handelte es sich? Meine Männer haben nun ein weiteres Mal überall nachgesehen, aber von ihrem Diener fehlt jegliche Spur. Es tut mir leid, Sir. Aber wir müssen leider davon ausgehen, dass die Indianer ihn haben. Oh Gott, der arme Passepartout! Bitte, Prinzessin, beruhigen Sie sich. Es wird sich alles fügen. Meine Herren, ohne die selbstlose Tat meines getreuen Dieners Passepartout wäre der Zug nicht weitergefahren, sondern im wahrsten Sinne der Worte auf der Strecke geblieben. Und der Herrgott allein weiß, was uns dann geblüht hätte. Ich bin nicht gewillt, diesen tapferen Mann in der Obhut dieser Wilden zurückzulassen. Ich erwarte, dass sich jeder rechtschaffene Mann meiner anschließt und wir gemeinsam den vom Schicksal Gebeutelten befreien. Mein lieber Mr. Fogg, es tut mir leid. Aber ich kann nicht 50 Leben einsetzen, um ein einzelnes zu retten. Wer von Ihnen ist dabei? Mr. Fogg. 10 Pfund für jeden, der mich begleitet. Und 1000 Pfund für denjenigen, der ihn befreit. Ja, wenn das so ist, auf die Pferde, Männer! Ich werde Sie ebenfalls begleiten, Sir. Ich danke Ihnen für das Angebot, mein lieber Fix. Aber einen größeren Dienst würden Sie mir erfüllen, wenn Sie während meiner Abwesenheit auf Prinzessin Aouda aufpassen würden und sie, sollte mir wider Erwarten etwas zustoßen, in ihre Obhut nehmen. Das will ich gerne tun, Mr. Fogg. Und dann? Tatsächlich gelang es Fogg mit Hilfe der Kavallerie, seinen getreuen Diener Passepartout aus der Gewalt der Indianer zu befreien. Und so erreichten sie mit geringer Verzögerung 2 Tage später New York. Leider war die Verzögerung jedoch so groß, dass sie das ins Auge gefasste Schiff verpassten. Lesen Sie also morgen weiter, wenn es heißt, naja, und so weiter und so weiter. Das ist natürlich grobes Pech. Des einen Pech, des anderen Glück. Freuen wir uns nicht zu früh, meine Herren. Fogg ist ein cleveres Bürschchen. Wenn er eine andere Möglichkeit findet, den Atlantik zu überqueren, so wird er sie nutzen. Mr. Fogg? Captain? Wir fahren nun seit 2 Tagen mit voller Kraft. Ich bin nicht sicher, ob wir bei dieser Leistung weiterhin die gesamte Strecke bewältigen werden. Das ist doch wohl nicht ein weiterer Versuch, mir noch mehr Geld aus der Tasche zu entlocken. Wahrlich nicht. Sie wissen, dies ist ein Raddampfer, nicht gerade dazu ausgelegt, wie ein Schnellboot den Atlantik zu überqueren. Ich versuche lediglich, Sie zu warnen. Sie wissen, dass mir sehr daran gelegen ist, in weniger als einem Tag die Küste von England zu überqueren. Was war das? Mr. Fallon? Captain, Sir, melde gehorsam, die Kohle neigt sich dem Ende zu. Verdammt! Ich hatte es befürchtet. Captain? Sir? Was wäre ein angemessener Preis für Ihren Raddampfer? Ich verstehe nicht, Sir. Ich möchte dieses Schiff kaufen. Was verlangen Sie? Sie wollen einen Raddampfer kaufen, der gleich ohne Antrieb in der Mitte des Atlantischen Ozeans vor sich hin dümpelt? Wären 5000 Pfund ein angemessener Preis? 5000? Der Kahn gehört Ihnen, Mr. Fogg. Abgemacht. Jawohl. So, jetzt, wo das Schiff mir gehört, kann ich doch damit machen, was mir beliebt. Nicht wahr, Captain? Machen Sie damit, was immer Sie wollen. Dann bitte ich Sie und Ihre Männer nun, das gesamte Schiff auseinanderzunehmen und alles, was brennbar ist, in den Kessel zu werfen. Mr. Fell... Sie haben den neuen Besitzer gehört. Sind Sie sicher, Sir? Oh, ich war mir selten sicherer. Ich muss die Küste Englands erreichen. Und ich werde alles tun, dies wahr werden zu lassen.
Ihr habt's gehört, Männer. Verfeuert alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Bringen wir die Henrietta nach England. Keine neuen Nachrichten? Tja. Nein, keine neuen Nachrichten. Dann wissen wir also bloß, dass er in New York irgend so einen alten Dampfkutter bestiegen hat. Tja. Ja, und demnach könnte er noch irgendwo auf dem Atlantik treiben. Oder bereits England erreicht haben. Die Zeit war lang genug. Er macht es wirklich spannend, unser lieber Mr. Ford. Was machen wir denn jetzt, Mr. Ruff? Wenn er tatsächlich englischen Boden betreten haben sollte, Mr. Sullivan, dann erwartet ihn eine feine Überraschung. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Sie haben es geschafft. Mr. Falk, Sie haben meine Hochachtung. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Captain. Das Schiff oder das, was mal ein Schiff war, es gehört wieder Ihnen. Ich schenke es Ihnen. Vielleicht können Sie ja irgendwas damit tun. Oh, vielen Dank, Mr. Falk. Zum Bahnhof von Liverpool geht's dort entlang, habe ich mir sagen lassen. Alles Gute Ihnen. Ihnen und Ihrer Mannschaft ebenso. Wiedersehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch volle 6 Stunden, Sir. Oh, es ist wunderbar, dass Ihnen die Wette gelungen ist, Mr. Fogg. Ich freue mich so für Sie. Beinahe, beinahe. Noch ist es nicht ganz getan. Und man soll den Tag ja auch nicht vor dem Abend... Mr. Fogg? Mr. Fix? Ich war soeben beim Hafenmeister. Und? Tatsächlich war dort das hinterlegt, was ich schon so sehnsüchtig erwartet hatte. Nämlich? Der Haftbefehl. Haftbefehl? Ich bin Detective bei Scotland Yard, Mr. Fogg. Dies ist mein Ausweis und dies ist der Haftbefehl. Ausgestellt auf Ihren Namen. Wie bitte? Hiermit verhafte ich Sie im Namen der englischen Krone. Aber weshalb? Ihnen wird vorgeworfen, die Bank von England ausgeraubt zu haben. Sie mieser Kleiner. Zügeln Sie Ihre Zunge, Franzose. Sonst begleiten Sie Ihren Herrn wegen Beamtenbeleidigung. Ich möchte Sie nun bitten, mir anstandslos zu folgen. Haben es die ganze Zeit gewusst? Aber selbstverständlich. Und mein Detective hat ihn nicht eine Minute aus den Augen gelassen. Ich wusste immer und zu jeder Zeit, wo sich dieser Lump aufgehalten hat. Was für eine Verfrorenheit, uns so zu hintergehen. Kurz hatten wir befürchtet, er würde sich nach Südamerika absetzen, aber auch dort hätten wir seiner habhaft werden können. Er hat geglaubt, er könne uns täuschen. Ha! Er hat geglaubt, er könne den Polizeichef von London, also mich, täuschen. Aha! Aber da hat er die Rechnung mit dem Falschen gemacht. Aber warum haben Sie uns denn nichts gesagt? Oder der Presse? Ich wollte Ihnen den Spaß nicht verderben, meine Herren. Und natürlich wollte ich nicht, dass er auf irgendeine Art und Weise gewarnt wird, dass ich, Walter Ralph, ihm auf die Schliche gekommen bin. Aber jetzt, wo er in Liverpool im Gefängnis sitzt und niemandem mehr schaden kann und keine Fluchtgefahr mehr besteht, jetzt ist es an der Zeit, die Wahrheit über den ach so edlen Phileas Fogg zu berichten. Jetzt muss die Wahrheit ans Licht kommen. Jetzt muss die Welt wissen, welche schändliche Tat er begangen hat. Und jetzt hat die Welt das Recht zu erfahren, dass ich und nur ich allein ihn durchschaut habe und über die ganze Welt verfolgen ließ. Ja, ja, so war das. Entschuldigung, Sir. Mr. Ralph? Was gibt es? Dort draußen steht ein Mann von Scotland Yard.
Ich soll ihn ausrichten lassen, dass man den Bankräuber gefasst hat. In Brighton, in feinster Kleidung. Und gestanden hat er auch bereits. Gratuliere, Sir. Was? Aber... Ich bin untröstlich, Mr. Fogg. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Es war eine Verwechslung. Nichts weiter. Und ich habe nur meinen Job gemacht, das verstehen Sie doch, nicht wahr? Mit Ihnen, mein verehrter Fix, möchte ich in meinem ganzen Leben nie wieder etwas zu tun haben. Gehen Sie mir aus den Augen. Aber, Mr. Fogg! Sie haben ihn gehört. Und auch ich bin hoch enttäuscht von Ihnen. Als Ausdruck meines Missfallens werde ich Ihnen nun vor die Schuhe spucken. So, das haben Sie nun davon. Aber Prinzessin! Sie haben sie geirrt. Und auch ich bin sauer mit Ihnen. Gehörig sauer. Sie mieser kleiner... Ja? Sie mieser kleiner... Na? Sie mieser kleiner Sie. Au revoir. Aber Passepartout... Es tut mir wirklich leid für Ihre Wette, Sir. Tja, wir können nichts ändern. Nachdem wir nun die Nacht in Gewahrsam verbracht haben, ist sie leider verloren. Oh, Sie Armer. Ich bin untröstlich. Bitte beruhigen Sie sich, Verzückende. Ich bin ein Gentleman und ein Gentleman wird sein Versagen eingestehen und seine Wettschuld mit Würde und Anstand bezahlen. Was? Passepartout? Was ist denn? Einen Moment! Was tut er denn? Er kauft sich eine Zeitung. Mr. Fogg! Mr. Fogg! Was ist denn? Es ist Samstag! Was? Es ist Samstag! Wir haben gedacht, es sei Sonntag! Aber das stimmt nicht! Es ist Samstag! Aber wie kann das... Wir sind ja immer ostwärts. Wir haben die Datumsgrenze überquert. Wir haben einen Tag dazu gewonnen. Es ist Samstag. Es ist Samstag. Ja, es ist Samstag. 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 Auf nach London. Es ist Samstag. Es ist Samstag. Es ist Samstag. Extrablatt! Phileas Fogg hat es geschafft, in 80 Tagen um die Welt!